Also wenn ihr das jetzt bei euch guckt am Bildschirm, ne? Da wirken diese Karten ja dann meistens am Bildschirm schon viel, viel kleiner. Ne? Also je nachdem, wie groß man findet, ja. Aber vielleicht guckt ihr gar nicht, vielleicht guckt ihr am Tablet, ja. Also wenn ihr das Ganze am Tablet guckt, da wird es dann wirklich schwierig, weil das wäre dann schon, die Größe, da wird es schon genau hingucken. Vielleicht sind ja Leute dabei, die gucken das dann am Handy oder so. Da wird es schon wirklich schwierig, das heißt, man muss die Größe genau gucken. Also ihr seht schon, gerade Kartentricks, das ist wirklich schwierig, weil irgendwann ist alles, was man von diesen Karten noch sehen kann, nämlich... Ich bin, ja, jetzt muss ich mich mal ein bisschen outen. Ich bin ja auch so ein bisschen Fanboy an dieser Stelle. Es ist furchtbar. Aber, du hast aber in den Vorbereitungen kaum gemerkt. Also immer ja, wenn es um das Thema ja, Wolfgang Moser komm, ging, da wurde Marco aufgeregt. Nein, jetzt die Augen jetzt ist gut. Auf. Nein, das Ding ist tatsächlich, ich bin ja jemand, der visuelle Zauberei liebt. Ja, also wirklich so, man sagt Eye Candy, ja. Und Wolfgang Moser ist jemand, der wirklich tolle Ideen hat und das in sehr visuelle Sachen packt. Bekannt ist er für die Teekesselnummer. Kennt vielleicht einige, auch mal zufällig gesehen im Fernsehen. Ganz, ganz großartig und ich freue mich sehr, dass wir ihn heute Abend hier haben. Wolfgang Moser. Nach Österreich. Ist das richtig? Ich hätte dir sagen sollen, du musst ganz tief stapeln bei mir, wenn du mich ansagst. Jetzt erwarten sich die alle. Aber dafür hast du in der Vergangenheit bereits selbst gesorgt, glaube ich. Das liegt jetzt nicht nur an meiner Ankündigung. Wie läuft's? Sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Magst du direkt loslegen? Ja, ich habe mir ja wirklich lang den Kopf zerbrochen, also was ich da mache. Ich wollte eigentlich Kartentricks machen, weil es natürlich ziemlich was Einfaches ist, ne? Aber ich habe jetzt schon gemerkt, so Kartentricks, ja, das ist halt gar nicht so einfach, vor allem wenn man das so über die Kamera macht. Ne? Weil, also wenn ihr jetzt hier wärt bei mir im Wohnzimmer, dann wäre das nämlich kein Problem. Aber also wenn ihr das jetzt bei euch guckt am Bildschirm, ne? Da wirken diese Karten ja dann meistens am Bildschirm schon viel, viel kleiner. Ne? Also je nachdem, wie groß man findet, ja. Aber vielleicht guckt ihr gar nicht, vielleicht guckt ihr am Tablet, ja. Also wenn ihr das Ganze am Tablet guckt, da wird es dann wirklich schwierig, weil das wäre dann schon, die Größe, da wird es schon, genau hingucken. Vielleicht sind ja Leute dabei, die gucken das dann am Handy oder so. Da wird es schon wirklich schwierig, das heißt, man muss die Größe ungefähr, ne? Genau gucken. Also ihr seht schon, gerade Kartentricks, das ist wirklich schwierig, weil irgendwann ist alles, was man von diesen Karten noch sehen kann, nämlich, darum habe ich mir gedacht, wir lassen die Kartentricks halt mal weg. Ja? Ich habe mir was anderes überlegt. Ich habe einen neuen Trick, den habe ich noch nie gemacht, aber ich würde den heute als Premiere machen, wenn es bei okay ist. Ja, unbedingt. Ja. Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr, sehr gut. Und, ich habe das wirklich noch nie gemacht, das ist jetzt kein Scherz, habe ich noch nie gemacht und ich bin ein wenig nervös und so und ich habe ja auch schon jetzt seit Wochen nicht mehr wirklich gezaubert. Ja? Ich mache dann gerne eine Übung dann, bevor es losgeht. Ja? Da könnt ihr aber mitmachen. Also alle, die jetzt dazugucken, können da mitmachen bei der Aufwärmübung. Wir werden unsere Finger aufwärmen.
Und alles, was man dazu braucht, ist eine Kleinigkeit, nämlich eine Münze. Ja? Also wenn ihr alle mal entweder in die Luft greifen könnt und euch eine Münze nehmt, oder ich warte auch gerne, könnt ihr mal aufstehen und euch die holen. Los, Marco, jetzt geht's los. Ist kein Problem. Also wenn ihr nicht aufstehen wollt, wenn ihr gerade auf dem Sofa sitzt und nicht aufstehen wollt, dann habe ich einen Tipp, greift mal bei einem Sofa einfach mal den Polster ein, ja? Und wenn ihr da kramt, dann bin ich sicher, die meisten von euch finden da so 50 Cent oder einen Euro oder einen Hosenknopf oder einen alten Keks, völlig egal. Marco hat das gemacht, mal guck mal. So, wir haben eine gewisse Geschichte. Marco, habt ihr beiden, super. Der Trick ist ganz einfach. Also das ist jetzt nur so eine Aufwärmung. Ja? Man nimmt die Münze und es geht so los. Man balanciert es so ganz vorsichtig auf den Daumen ungefähr. So. Ja, wirklich. Ja. Das schaut schon mal ganz gut aus. Ja. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Der Daumen, der nimmt die Münze nämlich und legt sie ganz vorsichtig so auf den Rücken vom Zeigefinger drauf. So. Habt ihr? Ja. Oh Gott. Ja genau, jetzt wird es kompliziert. Jetzt kommt nämlich der Mittelfinger. Der Mittelfinger, der kippt die Münze ganz vorsichtig nochmal weiter auf den Rücken vom Mittelfinger, wo die wieder liegen bleibt. Ja, ja, und da wird es dann, okay. Jetzt kommt der Ringfinger ins Spiel, dreimal raten, was der macht. Der kippt die Münze vorsichtig nochmal weiter auf den Rücken vom Ringfinger und jetzt kommt der kleine Finger ins Spiel und der ist ganz entscheidend. Der kleine Finger, der nimmt die Münze, nämlich dreht sie so durch die Finger durch, legt sie unten auf den Daumen drauf und der bringt es vorsichtig wieder rum. Und wenn man das schnell macht, dann sieht es ungefähr ja, so. Ja, genau. Natürlich. Ja, okay, wenn ihr das geschafft habt, das ist erst der erste Schritt von dieser Übung, muss ich noch dazu sagen. Der zweite Schritt ist doppelt so schwierig, denn für den zweiten Schritt braucht man so eine zweite Münze. Also, sonst sieht es genauso aus wie vorhin. Also der Daumen liegt ja auf dem Zeigefinger, der liegt auf dem Mittelfinger, der Ringfinger liegt auf dem Kleinfinger, der liegt auf dem Daumen und bringt es wieder oben. Wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr mal nur so zum Spaß mal Münze Nummer 3 dazu nehmen, ja, und das übt es ein wenig. Und ihr habt jetzt ein wenig Zeit zu Hause, dann schafft es bestimmt auch bald mit 1, 2, 3, 4 Münzen. Ah, mega. Können wir das den ganzen Abend machen? Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Du dafür hast du alle Zeit der Welt, wenn du uns so ein kleines Kuvert machst. Was ich noch dazu sagen muss, also zur Fingerfertigkeit, das hat ja eigentlich jetzt mit Zauberei gar nichts zu tun. Ne? Das ist nur so Fingerfertigkeit. Und viel wichtiger beim Zaubern ist ja so Fantasie und Vorstellungskraft. Weil ohne Vorstellungskraft ist diese ganze Fingerfertigkeit halt nichts. Das heißt, ich bin jetzt mal aufgewärmt und wir könnten anfangen. Wäre das toll? Ich mache jetzt meinen Trick. Till ist jetzt schon völlig ja, bedient. ihr wisst ja, ich liebe ja so alte Tricks, ja, so wirklich alte, so Klassiker und Sachen, die so 150 Jahre alt sind. Und ich habe jetzt in der Zeit, wo ich zu Hause war, so ein paar alte Bücher wieder gelesen und ich habe da einen Trick, den wollte ich immer schon mal machen. Ja, und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt mal. Ich muss dazu sagen, das ist 150 Jahre alt. Also ich sage es nur das hier gerade dazu. Und der hat einen ganz tollen Titel. Der Trick heißt Der Trick mit dem Hut und dem Ei. Ja, das sagt der Name eigentlich schon alles. Man braucht dazu einen Hut. Ich habe nochmal so einen Zylinder. Sagt er wahrscheinlich, so ein Zylinder ist ein alter Hut. Habt ihr recht. Aber jetzt kann man mal herzeigen, so schaut so ein Zauberhut von innen aus. Dann hat man noch ein Ei und man hat einen Zauberstab, halt, weil das ein sehr alter Trick ist. Hat man einen Zauberstab. Und jetzt geht's mal los. Also der Trick ist ziemlich einfach, wenn man mit dem Zauberstab so ganz vorsichtig auf das Ei draufklappt, dann ist das Ei verschwunden. Aber das verschwindet halt nicht wirklich, das erscheint wieder zurück unter dem Hut. Toll, oder? Also vor 150 Jahren war das nämlich der absolute Wahnsinn. Schön? Aber ich weiß, heutzutage muss man das mindestens zweimal machen, damit die Leute da wirklich begeistert sind. Achtung. Und das Ei ist verschwunden. Und erscheint zum zweiten Mal zurück unter dem Hut. Ja, ist toll, oder? Ja. Und ich habe mir gedacht, das ist ja wirklich schon ein alter Trick. Ja. Und heute macht das auch keiner mehr drum. Das ist auch ein ziemlich einfacher Trick. Ich könnte verraten, wie das funktioniert. Wäre das okay, meinst du? Schau noch viel sauberer zu. Also der Trick ist ganz. Sind wir unter uns? Wir sind ja unter uns. Scheiße. Habe ich nämlich in dem Hut, da ist nämlich in Wirklichkeit ein zweites Ei versteckt. Ja, also so funktioniert es eigentlich. Moment, das ist jetzt die Zitrone. Sie kurz das Anblick. Okay, das ist die Orange. So, ich hab das doch noch irgendwo reingegeben. Kurzer Anblick, ich hab's gleich. Hab jetzt keine Ahnung, was das ist, aber das ist ein Tennisball. So, das ist eine Billardkugel. So, ich hab's wirklich gleich, Achtung. Das ist eine Kartoffel. Ich hab's. Ganz unten. Genau, da ist es, das zweite Ei. Ne? Also jetzt wisst ihr, wie das funktioniert, ne? Da hat man einfach zwei davon und wenn man es weiß, ist dann ziemlich einfach. Einzig, was ich jetzt noch nicht ganz weiß, ist,
wo dann am Schluss diese Melone herkommt, ja, aber ich glaube, das ist irgendein anderer Trick. Wolfgang Moser, ihr Obst- und Gemischtwarenhändler und Zauberkünstler, das ist ja Wahnsinn. Und ich bin mir ziemlich sicher, irgendwo in diesem Hut geht es auch noch nach Narnia. Ich glaube auch, ja. Also, ich sag mal so, wir sind ja selber auch Zauberkünstler, aber also mir, ich kann nur für mich sprechen, ich sitze hier gerade wirklich und komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Super, hat auch echt Spaß gemacht. Also wir sind jetzt alle schon seit Wochen nicht mehr aufgetreten und ich habe mich schon den ganzen Tag gefreut, weil das ist jetzt gerade wirklich, also es hat sich auch schon davor angefühlt wie auf dem richtigen Auftritt warten, obwohl ich da im Wohnzimmer jetzt sitze, aber es ist super gefühlt. Aber schon man muss dazu sagen, ich glaube, niemand war von Anfang an so Feuer und Flamme wie Wolfgang Moser. Das stimmt. Du warst tatsächlich der Erste, den ich angeschrieben habe, den wir kontaktiert haben und ich sage, hey, ne, wie sieht's aus, Wolfgang? Und die Nachricht, die Antwort war einfach nur so, ja, und ob ich dabei bin? Ja, und das war ziemlich schnell und Wolfgang ist auch immer irgendwie, jetzt auch gerade bei der Aufzeichnung, Wolfgang ist permanent aktiv bei Facebook, ja, also der wartet regelrecht darauf, dass wir schreiben, es geht los. Sehr, sehr, sehr toll. Also hat großen Spaß gemacht. Ja, ich finde super, dass ihr beide das organisiert. Also es ist ein super, super tolles Projekt und ich hoffe, alle unterstützen es nach allen Möglichkeiten. Das ist ein gutes Stichwort für unseren PayPal-Link, weil ihr könnt ja freiwilligen Eintritt spenden und abgeben, um uns, die teilnehmenden Künstler, zu unterstützen. paypal.me/magicathome. Spendet das, gebt das ab, was ihr könnt, was euch möglich ist, was ihr möchtet. Und wenn ihr gerade selber durch die Krise ziemlich stark betroffen seid, dann gebt ganz ehrlich, gebt einfach nichts, schaut euch das an und habt Spaß, genießt die Zeit mit uns. Lieber Wolfgang, ich glaube, wir haben noch ein, zwei Fragen an dich, wenn wir dürfen. Super. Willst du anfangen? Soll ich? Hau mal los. Ich hau mal raus. du warst ja beim Showdown der weltbesten Magier dabei, initiiert von den Ehrlich Brothers. Und was ich ganz toll fand, da hast du ja deine Teekesselnummer gezeigt und du hast dir, das ist ja eine große Bühnenfernsehshow, du hast dir dort ja auf der Bühne ein kleines Parler-Set bauen dürfen. Also du hast dir Zuschauer auf die Bühne geholt und in Stuhlreihen dort platziert. Das ist schon deine große Leidenschaft, die Parler-Zauberei mit den Leuten ganz nah dran. Oder reizt du auch die große Bühne? Ich habe ja eigentlich angefangen als Close-Up-Zauberer, also so fangen ja die meisten halt an, weil das ist ziemlich einfach, da braucht man nur wenig Requisiten und kann eine Show machen. Und ich habe davon eigentlich die ersten 10 Jahre hauptsächlich gelebt, von so Close-Up und von Tisch-zu-Tisch-Zauber. Und mittlerweile macht mir das eigentlich gar nicht mehr so viel Spaß wie früher. Das war früher meine ganz große Leidenschaft und jetzt macht die Bühne einfach viel, viel mehr Spaß, weil da einfach ganz andere Situationen entstehen können auf so einer Bühne und die Wirkung ist eine ganz andere, für mich zumindest gefühlt. Also auf der Bühne fühle ich mich super wohl. Und dieses Setting, das wir da hatten im Fernsehen, das ist natürlich auch praktisch, weil man jetzt nicht Leute aus dem Publikum rausholen muss. Gerade bei diesem Teekessel-Trick, da brauchen wir eben Leute, weil da werden so Getränke, die sich verwandeln und Leute müssen das kosten. Und das ist natürlich praktisch, wenn die gleich hier sitzen und man nicht extra hier aus dem Publikum ständig runter und rauf laufen muss. Also das ist, auch das Bild mag ich ganz gerne, dass viele Leute auf der Bühne sitzen und das alles kontrollieren können, das ist toll. Du hast das eben schon selber angesprochen in deiner Nummer, das ist ein sehr altes Kunststück und ich glaube, viele deiner Kunststücke beruhen wirklich auch auf Techniken, die schon längst vergessen sind. Ja? Warum lohnt es sich mal in alte Zauberbücher zu gucken, deiner Meinung nach? Ach, das lohnt sich immer. Also ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt anfangen soll, die ganzen Vorteile aufzuzählen, aber die Methoden, die damals verwendet worden sind, die sind einfach super clever. Auch die Kunststücke, die damals, die waren einfach sehr, das waren sehr simple und einfache Kunststücke oft, aber gerade deswegen halt ganz, ganz großartig. Man muss auch dazu sagen, damals hatten die Leute auch noch mehr Zeit, sich solche Nummern anzusehen und sehr viele Nummern waren damals verglichen zu heute sehr langatmig und ein wenig langweilig fast, aber man kann diese Grundideen und diese Techniken nehmen und heute genauso vorführen, wenn man die ein wenig aufpeppt und fürs heutige Publikum anpasst. Und mir fällt auch auf, dass auch junge Leute heute das genauso toll finden, auch diesen altmodischen Stil, das hat noch einen gewissen Reiz auch heute. Absolut. Ich finde es auch gerade in der Zeit, wo viele junge Zauberer ja so aus dem Boden plöppen und einer will cooler sein als der andere, ich ziehe mir noch eine Lederjacke an und wie auch immer, ist das, finde ich, auch nochmal einfach ganz, ganz toll, um den Leuten eben auch noch das zu zeigen und das zu bewahren und sie daran zu erinnern, dass Zauberkunst
eben eine lange Geschichte hat und man eben auch sich dort an diesen alten Techniken zum Beispiel bedient und das auch in diesem Stile vorführt. Wobei ich schon sagen muss, ich habe den Eindruck, dass die viele Zuschauer, die jetzt diese großen Arena-Shows kennen, was ja gerade sehr populär ist im deutschsprachigen Raum, dass die so langsam rüberschwappen in die Kleinkunst und das auch ganz toll finden. Wenn ich, sag ruhig, erzähl. Ich merke schon, dass die Popularität von diesen großen Shows, von Ehrlich Brothers und so weiter, für uns alle gut ist, weil die Leute sich für Zauberei interessieren. Und vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, wie ich angefangen habe, da war man so ein kleiner Nerd, wenn man Zauberer war. Und heute ist es ganz toll. Wenn man heute sagt, man ist Zauberer, dann finden die Leute das immer interessant und spannend, weil ich schon so viele tolle Sachen gesehen habe im Internet und im Fernsehen. Und das ist für uns alle toll. Das stimmt. Und natürlich die Fähigkeit, in einem Stadion für 50.000 Leute zu zaubern, ist auch etwas ganz, ganz Besonderes. Also ich bewundere das ganz toll, wie die das machen. Das wäre etwas, was ich jetzt zum Beispiel nicht könnte. Ja, aber klar, deine Stärken sind auf jeden Fall in den Dingen, die man wirklich in den eigenen Händen erleben kann und ganz dicht dran ist. Wenn ich davon mehr sehen möchte und wirklich mal Teil dieser wenigen Personen um dich herum sein möchten, die das ganz hautnah erleben, wo muss ich da hingehen? Im Augenblick weiß ich selber noch nicht, weil ins Wasser gefallen sind und verschoben sind. Einige sind verschoben, da gibt es schon Ersatztermine und die gibt es natürlich auf meiner Webseite, die ist wolfgangmoser.com oder ihr folgt mir einfach auf Facebook oder Instagram und da kriegt ihr immer mit, wann und wo ich irgendwo aufgehe. Und zum Überbrücken gibt es da auf jeden Fall auch tolle Videos, die du aus deinem Homeoffice postest. Ein paar davon haben wir auch schon geteilt auf unserer Seite. Genau, also da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die Seite. Schön, dass du dabei warst, hat mich sehr, sehr gefreut. Mich auch. Dich auch. Oh Gottes Willen. Schön, dass du dabei warst und dann hoffentlich ganz bald auch mal wieder live und hautnah dran. Liebe Grüße nach Wien. Ciao. Viel Spaß noch. Tschüss, danke, Wolfgang Moser.